Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zurück bei Let's Play Chrono Trigger. Wir waren hier stehen geblieben, mal wieder bei der Glocke und wir sollten zum Tor gehen, wenn ich mich recht erinnere. Das machen wir jetzt auch direkt mal. Und jetzt ist die Frage, wo kommen wir raus? Kommen wir jetzt in der anderen Zeit raus, wo Frozy war, oder? Ah, wir kommen hier raus. So. Braucht ihr mein Denkvermögen? Nein, brauchen wir nicht. Oh, dann geht's schon. Na, reden wir mal mit dem alten Mann wieder. Besucht mich jederzeit. Ich bin eine Art Helfer. Jo, hurra. Dieses Tor führt nach Jahr 1999 zum Tag des Lavas. Das Lavos. Lavos. Geht nur, wenn ihr des Lebens müde seid. Lavos wird euch helfen, dieses Yammertal zu verlassen. Ja, Lavos, dann steht wohl fest, dass Lavos unser, ja, Ziel ist, sag ich mal. Gehen wir jetzt mal dahin. Wing, wing, wing. Oh. Wo sind wir jetzt? Wobei. Wir machen es, denke ich mal, doch erstmal anders da. Da müsste ich jetzt aber auch erstmal nachgucken, weil ich nicht weiß, ob wir da überhaupt schon rankommen. Aber wir versuchen jetzt erstmal unsere Truppe zu, ja, komplett zu machen, dass wir wirklich alle zusammen haben. Ah, und jetzt sind wir halt wieder hier. Schauen wir mal. Huch. Ach, wieder diese Viecher. Eh so gut wie nicht aushalten. Bam. Zack. Jo, okay, also die sind leichtes Spiel für uns. Aber bringen trotzdem zwei Technikpunkte oder Touchpunkte. Wie auch immer. Auf jeden Fall zwei Punkte, um Techniken zu erlernen. Na, dann machen wir auch die. Wenn wir schon dabei sind. Alle zu ponen hier. Hier Pony Pony zu machen. My little pony. My little pony. Bam. Fertig. So. Und drei. Die haben sogar drei Testpunkte gegeben. Ich glaube, das ist noch eine richtig gute Möglichkeit, Testpunkte zu farmen. Na egal. Jetzt gehen wir erstmal weiter, weil ich. Ja. Die Brücke ist repariert. Unsere Nahrungsvorräte. Ach, okay. Unsere Nahrungsvorräte sind verbraucht. Ist bereits Nachschub aus dem Schloss eingetroffen? Ja. Jetzt müssen wir erstmal ins Schloss und soweit ich weiß, müssen wir diesen Nachschub holen. Bis wir die Brücke überqueren können. Na gut, diesmal ziemlich monsterfrei sogar. Na naja, egal, gehen wir erstmal in die. Halt, wer wagt es? Oh, ihr seid es wieder. Ja, wir sind es. Bam. Huch. Chill, her. Der legendäre Held ist endlich erschienen. Er ist gerade angekommen und spricht mit dem König. Der legendäre Held? Und wer genau? Nun wird auch Königin Lena dahin siechen. Cyrus muss uns den Jungen gesandt haben. Oh chill. Ich
habe mein Königreich im Stich gelassen. Da wir nicht wissen, wo Cyrus steckt, ist der Junge mit dem Heldenamulett unsere einzige Hoffnung. Er sucht auf dem südlichen Kontinent nach dem Schwert, das Magus besiegen kann. Ah, okay. Cyrus, das erinnert mich. Ah, ja. Es haben Blitz gemacht in meinem Kopf und ich weiß, was los ist und so. Ja. Cyrus. Ja. Cyrus ist Cyrus. Jetzt gehen wir. Ach, obwohl. Wow. Hier scheint es aber auch ganz schön gewütet zu haben. Ja, dann. Wo ist denn hier nochmal die Küche? Die Küche. Touché. Da lang. Ja, hier ist sie doch. Genau. Was? Mein Bruder? Er. Was kommt davon, wenn man denkt, man sei der Einzige, der für sein Land kämpft? Hey! Hört auf zu meckern! Werdet erwachsen! Sei ruhig. Was weißt du schon? Ja, hallo? Kriegen wir jetzt was zu futtern? Männer sind solche Narren. Maul! Du hast keine Ahnung. Der Koch tut nur so. Boah. Ey, los, los. Ja, wow. Wir brauchen Futter für die anderen. Beiden versuchen wirklich, sich zu vertragen. Können wir das nicht einfach mitnehmen? Hier einmal den Salat oder diesen komischen Lava-Auflauf. Ey, los, los! Na gut, dann eben nicht. Dann müssen wir schauen. Ich weiß jetzt gar nicht. Halt! Oh! Nehmt das hier mit. Einmal Rauchfleisch. Und nehmt das für euch. Oh, eine Kraftpille. Oh, der frage ich mal. Und sagt diesem Narren, er möge gesund zurückkehren. Na, das ist doch. Das ist Geschwisterliebe. Dann gehen wir nämlich jetzt mal einfach zurück an die Brücke. Und ja. Dann müssten wir eigentlich sogar die Brücke überqueren dürfen. Hoffe ich mal zumindest. Sir Chili. Ist dies etwa für uns? Ja. Unsere Ration. Der Koch, er hat uns alle gerettet. Sir Chili, wenn ich nicht zurückkehre, richtet meinem Bruder meinen Dank aus, bitte. Arschlecken, du bleibst. Was ist hier los? Magus' Truppen sind zum Angriff übergegangen. Sie durchbrechen unsere Verteidigung. Hört mit der Heulerei auf. Das ist ja beschämend für die Ritter der Tafelecke. Wir werden Magus' Truppen vernichten und unserem König Ehre erweisen. Aber sie sind in der Überzahl. Dies ist unsere letzte Verteidigungsstaffel. Niemand darf sie durchdringen. Verstanden! Jo, also, wir sind doch mal weg. Wir sind mal kurz die Welt retten und so. Ah, okay. Ich bin Uzi, Magus höchster General. Wer sich Magus widersetzt, bekommt es mit mir zu tun. Ja, meine Kinder, lasst sie ihr Verderben kosten. Ja, wir zeigen dir gleich mal dein Verderben. Wir zeigen dir gleich mal die Sonne und dein Verderben. Fettes Stück. Hier bitte Beleidigung einfügen. Piep.
Und... Bam! Was? Null? Gehen wir mal so auf. Physisch. Ah. Oh, okay. Es reicht, wenn wir auf Ozzy... Auf Ozzy, Ozzy, whatever gehen. Diese Flöhe sind zäher, als ich dachte. Ja, bleib ruhig da, du kleine Pussy. Wir haben ihn. Ich habe euch unterschätzt. Aber das passiert mir nicht nochmal. Ach, Arschlecken, das passiert dir nicht nochmal. Kriegst gleich eine Kopfnuss vom Allerfeinsten und dann bastard schon. Es ist aus mit euch. Knack, 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 knack. Ah. Von was der. Von was träumt der bitte schön nachts? Und. Bam! Und das war's. Aua, 8 Technikpunkte. Das wird ja immer mehr. Verflixt! Ja, knack, 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 knack. Ah, heilen wir mal so. Unsere Tonics gehen auch langsam aber sicher zur Neige. Und da ich im Gedächtnis habe, dass jetzt noch was anderes kommt. So, das war's. Ihr könnt nicht gewinnen. Ergebt euch lieber. Ja, da Kane. Wahre Worte. Wahre Worte. So viel Intelligenz hätte ich von dir gar nicht erwartet. Was zur... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Los, Zomber! Vernichte Sir Magus Feinde! Wenn wir jetzt nur wüssten, wie wir den machen müssen. Ach, richten wir einfach erstmal einen Zyklon auf ihn, dann wissen wir, welche Stelle empfindlich ist. Oh! Sind beide empfindlich? Na gut, dann könnten wir auch so ziemlich. Offensiv einfach mal reinballern. Okay. Und... Bam. Okay. Zauber bringen beim unteren Teil wohl gar nichts, aber... beim oberen Teil dann vielleicht... Wird versuchen sein. Und bam! Und... Gefriere! Okay, also... Also Eiszauber macht auf jeden Fall Schaden. Psst. Zack. Ach, sorgen wir... Machen wir wieder einen Zyklon. Zack. Der dürfte eigentlich nicht mehr lange stehen. So viel wie wir den auf draufballern. Na sauber. Ach so. Bam. Shit hier. Bam. Oh, okay. Das untere Teil, das ist aber... irgendwie merkwürdig. Vorhin hat... Eben hat es doch noch extrem viel Schaden gefressen. Bringt Gewitter vielleicht doch was? Und zack. Ah, okay. Na dann... Heilen da Ken und Goody uns erstmal und dann geht's direkt weiter, ne? Jetzt hat er eh keine Chance mehr, weil jetzt kommt BAM! Whoop-a-ching! Zack, weg ist er. 10 Technikpunkte, yay! Da Ken erreicht eine Stufe. Ja Mann, wir sind unbesiegbar und so. Muhuhu, muhahahaha. Gehen wir jetzt nochmal kurz zu den Rittern.
Dank Sir Chili konnten wir die Brücke halten. Aber wenn wir Magus selbst nicht besiegen, bleibt dieser Sieg bedeutungslos. Ja, wow. Die sagen alle, glaube ich, hoffe ich mal das Gleiche. So dass wir nichts verpassen. So, jetzt sind wir aber auf der anderen Seite. Jetzt gehen wir erstmal noch in den Laden und ja, schauen wir mal. Der Held ist da. Das heißt, ein gewaltiger Kampf wird beginnen. Sind wir der Held oder wie? Oh, ein paar Tonics nehmen wir auf jeden Fall mit. 8 Stück. Vielen Dank. Ja, klar doch. Ältestenhaus. Was ist das? Fionas Villa? Oh, Kisten. Kisten. Na Mann, wir sind Räuber. Uhaha. Ach, verdammt. Aber diese Wälder bedeuten uns viel, daher passe ich bis dahin auf sie auf. Was hat er zuerst gesagt? Mein Mann Marco kam noch nicht aus dem Krieg zurück. Achso, okay. Moment. Marco, kombinieren. Ich glaube, da lang müssen wir. Naja, egal. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt erstmal auch wieder hier einen Cut machen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part beim Zauberwald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.